Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Und zwar The Legend of Zelda Triforce Heroes. Ja, wir werden ein Together starten. Ein Baumgather? Egal. Ja, mit dabei habe ich natürlich zwei Mitspieler. Ihr sitzt ja schon an meinem wunderschönen Layout. Gleich mal an der Stelle Dankeschön an den lieben Tim. Kein Problem. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Let's Play auf Kais Kanal. Ein Trigather, wie er es gerade so schön gesagt hat. Warum Let's Play die das? Weil Baum. Genau. Ich bin allerdings nicht der einzige Partner. Ja, natürlich ist der Dummy auch noch dabei. Hallöchen, Leute. Na? Ja, das ist das einzig wahre Three-Gather-Duo hier. Nee, Duo wäre falsch. Trio für dieses wunderschöne Let's Play. Und wir haben wieder mal fette Premiere auf dem Channel. Ja, das erste 3DS-Let's Play. Das ist auch mal geil. Echt? Und ich bin immer wieder, ja, wieder dabei. Ja, klar. Und Dummy auch immer. Ne? Wir machen das jetzt konsequent zusammen. MLG. Genau. Und, ja, was soll man sagen? Es ist das erste Three-Gather auf einem 3DS. Oh, splendid. Ist das nicht splendid. Geil? Aber wir sind nicht Triple L. Das ist schon mal gerade dazu. Ja, am Layout seht ihr schon, wer welchen Link spielen wird. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie so hin. Aber erstmal ein Spiel starten. Okay. So, wie machen wir das? Abwechselnd vorlesen, oder wie? Ich würde sagen, die Story liest Kai vor. Ja, das gehört sich ja. Willst du wissen, wie diese Geschichte hier einen Anfang nahm? Nee, eigentlich weiß ich nicht. Nö. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich mach das Spiel wieder aus. Das ist ein super Idee. Ich guck mich hin. Ich will es nicht wissen. Ja, ich mach. Es war einmal ein Königreich, in dem alle Kleider liebten und sich immer für die neueste Mode begeisterten. Die prächtigsten Kleider von allen trug stets Prinzessin Rüschlinde. What the fuck? Der Name. Oh, geile modische Sonnenbrille. Oh, geile fliegende Brille, Alter. Es gab jedoch eine Person, welche der Prinzessin nicht wohlgesonnen war. Eine böse Hexe aus dem Lumpenland. Ja, eine böse Sonnenbrille. Was für ein Lappen. Eine böse Sonnenbrille. Genau. Ach, guck mal, Geschenk. Eines Tages erhielt Prinzessin Rüschlinde ein Geschenk. Und es wackelt. Warum wackelt es? Da ist bestimmt eine Spinne drin. Oh. Noch viel schlimmer. Furzwolken. Absender unbekannt, verdächtig. Sehr. Doch die Prinzessin ließ sich von dem hübschen Schachtel blenden und öffnete sie, ohne zu zögern. Ach, immer diese Prinzessinnen und ihre Geschenke. Jetzt hat sie einen Rock Lee-Anzug. Nein, ich bin Rock Lee. Ist wirklich so. Als die Schwaden sich lichteten, fand Prinzessin Rüschlinde sich in einer grässlichen Tracht wieder. Das steht ihr vorzüglich, hörte die Stimme der Hexe. Oh man. Rock Lee weint. Das war gar keine fliegende Sonnenbrille, das war irgendein komischer Typ mit der Sonnenbrille. Ja. Niemand außer der Hexe konnte der Prinzessin das verfluchte Gewand ausziehen. Vor lauter Scham schloss diese sich in ihren Gemächern ein. Im ganzen Land machte sich Trauer breit. Keine nackte Prinzessin? Oh, ich glaube nicht, weil sie keine Kleider mehr trägt, sondern weil niemand sie ausziehen kann. Was willst du? Verpiss dich! Hieß der hässlich. Achso. Er heult. Das Lumpenland, wo die Hexe wohnte, war ein gefährlicher Ort, an dem sich nur wahre Helden vorwagen könnten. Um solche zu finden, wandte sich der König an alle befreundeten Reiche. Wie er heult. Das sieht so geil aus. Ihr merkt schon, das Let's Play wird ein bisschen chaotisch. Es wird sehr chaotisch, aber lustig. Aber sehr lustig. Ein Jüngling hörte von diesem Gesuch und machte sich auf den Weg in das Königreich. Oh, splendid. Splendid. Gesucht, Totemhelden, was, die wollen mich umbringen? Voraussetzung, spitze Ohren, Haarsträhnchen vor den Ohren, verwegener Scheitel. Null Jünglinge, die ihr... Was? Achso, ach nee, O-Jünglinge, die ihr die Zeichen der Totemhelden tragt. Null Jünglinge, ja, es gibt keine mehr, alle tot. Besiegt die schändliche Hexe und befreit Prinzessin Rüschlinde von ihrem Fluch. Sie will nicht Rock Lee sein, diese Augenbrauen bereiten ihr Angst. Wer will lieber Mike Dugay sein. Genau. Aber er ist nicht grün. Oh mein Gott, das ist ein Fake Lee. Wer auch immer diese Heldentat vollbringe, der werde fürstlich entlohnt. Mit nackten Prinzessinnen. Gezeichnet König Lockfried von Textilia. Der heißt, ich hab mal diesen Namen, ey. Schrecklich. Leute, ihr merkt schon, das Spiel nimmt sich geschickt selbst auf die Schippe. Und da ist ein Buschkopf, Junge. Wer synchronisiert den? Ich nehme jetzt einfach. Okay, Tommy. Du bist einer der Helden, die Prinzessin Rüschlinde erlösen wollen. So ist es daneben. So ist es. Ja. Splendid. Diese spitzen Ohren. Sehr schick.
Ja, finde ich auch. Ich arbeite bei Madame Couture. Der beste Modeschneiderin dieser Stadt. Denn von Madame geschneiderte Gewänder wohnen besondere Kräfte inne. Geil. Prinzessin Rüschlinde war unsere beste Kundin, bis dieser ganze Schlamassel anfing. Jetzt können wir nur noch auf die Hilfe von euch Helden hoffen. Oh. Aber du, eines muss ich mal sagen. Dein Outfit, das ist schon irgendwie schick, oder? Was meinst du? Was nehmen wir? Der ist voll schick, oder? Schick, oder? Ja, klar, Mann. Cool. Schick, oder? Ja, also, es ist irgendwie äußerst, ja, so ein bisschen scheiße. Stück scheiße. Stück scheiße. Aber vielleicht willst du einfach mal etwas anderes ausprobieren, beziehungsweise anprobieren. Wenn du schon einmal hier bist, solltest du einfach mal in unseren Laden kommen. Es ist das hübsche lila Gebäude am Platz in der Mitte der Stadt. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst wird Madame mich wieder ausschimpfen. Sie versucht mir dann wieder den Hintern. Also wäre schön, wenn du Prinzessin Rüschlinde helfen könntest. Tschüss! Ich hoffe, ich habe das irgendwie synchron so gedrückt, wie Domi das vorgelesen hat bei sich. Ja, ihr müsst das wissen, wir zocken das alle zu dritt gerade gleichzeitig, damit die Leute, also meine Kollegen hier, auch etwas vorlesen können. Ja, weil und das Ding ist halt, es geht nicht anders. Richtig, ne? Und die Jungs nehmen auch ihr Let's Play nicht auf. Leider habt ihr ja keine 3DS-Capture-Card, leider. Ich hab dazu leider kein Geld. Ja. Nee, und auch kein Bock mehr, ein DS zu riskieren, weil das ist ja auch alles nicht ganz hundertprozentig. Ne? Ja, das ist wohl wahr. So, ich bin hier unten. Moment mal, wo möchtest du denn hin? Was, wo bist du? Ja, unten an der Südecke. Ach so, mit der Stadtwache. Ich leiste hier einen Dienst von höchster Wichtigkeit. Die Bewachung der Stadttore. Möchtest du die Stadt verlassen? Nee, lass mal. Nein. Beschütze die Stadt vor allen verdächtigen Elementen. Nicht einmal eine Ameise kann mir entgehen. Du bist doch eine Ameise. Gut, diese eine Ameise vorhin habe ich reingelassen. Sie wirkte nicht verdächtig. Okay. Ja, wir müssen mal gucken, dass ich bei den Charakteren bin, die gerade vorgelesen werden möchten. Oh, ich sehe Mr. Splendid. Ich sehe Mr. Splendid. Der Typ am Brunnen da? Ja, das ist Mr. Splendid. Das ist Mr. Splendid, Alter. Oh mein Gott, ich sehe das kleine Mädchen in roten Haaren. Warte mal, ich quatsche mal an hier. So, Tim, willst du den mit den roten Haaren haben? Den Splendid-Typen? Ja. Oh, jetzt, ich hab schon gedrückt, weil ich dachte, wir lesen den nicht vor. Achso, ne. Dann soll ich den dann nehmen? Ja, lest irgendeiner von euch genau. Vor. Oho, 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 oho. Er ist nackt am Rücken, lol. Ohren, welche die Himmel durchstoßen. Was? Ohren, welche die Himmel durchstoßen könnten. Ein mehr als erwägender Scheitel. Und dazu noch das Markenzeichen des jungen Heldens, majestätische Haarsträhne vor den Ohren. Ja, genau das beschreibt einen Helden. Ja. Du entsprichst wirklich dem Ideal des Totemhelden, mein Junge. Aber genug davon, kann der gute Bartholomäus etwas für dich tun? Bartholomäus spricht man das, glaube ich, aus. Bartholomäus? Ja. Nein, alles gut. Das ist eine Anspielung an so eine Kika-Sendung früher. Der hieß nämlich Beutholomäus. Das lief immer. Bartholomäus ist, glaube ich, irgendwas Geschichtliches gewesen. Aber ich sag mal, nein, alles gut. Aber quatsch den mal von oben an, dann seht ihr den nackten Rücken. Ich sehe es gerade schon. Ja, ich sehe es von der Seite. Fest an die Legende. Die Helden werden uns retten, das weiß ich. Ja, splendid. Er ist ein Exhibitionist, die Schweine und ihren Kinder rum. Ist nicht die so Stadt geil. Ist echt cool. Ja, die Stadt ist cool. Auch wenn die Musik ist ein bisschen französisch, ne? Aber hey, das mit der Mode ist ja auch ein bisschen französisch. Alle müssen die hübschesten Kleider haben. Oh Gott. Ich habe jetzt mal das rothaarige Mädchen angesprochen. Ja, warte, ich bin da. Wo ist die? Hey, du, weißt du was? Hier soll bald ein fahrender Händler vorbeikommen, deshalb habe ich mich schon mal angestellt. Hi! Womit fährt der fahrende Händler eigentlich? Mit dem Fahrrad vielleicht? Ja, total. Auf jeden Fall. Ja, total. So, müssen wir jetzt rein nochmal. Ich glaube, wir müssen in das Gebäude von Madame Couture. Genau, das lila Scheißgebäude hier. Ja, gehen wir da mal rein. Ladevorgang. Gott, ist die fett. Die Katze. Ernst, die sieht, wenn die keine blauen Haare hätte, wäre das original meine alte Deutschlehrerin. Wer nimmt die? Vor allem die Katze, ne? Ja, wer? Ja, wer will denn die sprechen? Spreche ich die. Ich habe noch keinen gesprochen. Okay. What the fuck? Wer bist du denn? Willkommen in Madame Coutures Boutique. Du befindest dich am Nabel der Modewelt. Okay. Oh, am Arsch der Modewelt. Das hier ist er. Der Held, von dem ich Ihnen erzählt habe. Hm? Dieser Spacken da? Blablabla. Nun ja, seine Kleidung lässt wirklich zu wünschen übrig. Aber Madame, sehen Sie sich seine Ohren an. Seine Ohren! Diese langen,
Spitzenohr. Danke, Spitz. Er muss derjenige sein, der die Prinzessin erlösen wird. Was? Er ist ein Hirte? Oh Mann. Nicht die Spur von Modesinn, das kann doch nur ein Hochstapler sein. Du bist nicht der Erste, der hierher kommt, musst du wissen. Aber bisher hat keiner es geschafft, die Hexe zu bezwingen. Sie war einfach zu stark. Sie hat sie alle in Schafe verwandelt. Seit Prinzessin Geschlinde verflucht worden ist, bekommen wir keine Aufträge mehr aus dem Schloss. Oh nein, what the fuck? Darüber hinaus geht das Gerücht um, dass jeder, der sich modisch kleidet, ebenfalls den Flug fürchten muss. Ja, da braucht Link ja keine Angst zu haben. Ja. Kein Wunder, dass Madame nicht sehr erfreut über die Lage ist. Ich glaube, die ist über gar nichts erfreut. Wenn du mir eine Packung Chips mitbringst, wäre das was anderes. Jetzt kauft niemand mehr meine Kleider. Eine einzige Kundin ist noch in der Anprobe. Und kommt gar nicht auf die Idee, diese zu stalken, Mann. Aber das ändert nichts daran, dass Madame die beste Modedesignerin der Welt ist. Hm. Wenn du Geld und die richtigen Materialien hast, macht sie dir die wundervollsten Gewänder. Aber wie dem auch sei, wir müssen die Prinzessin irgendwie von dem Fluch erlösen. Wenn du ein echter Held bist, der die Hexe besiegen kann, dann werde ich dir helfen, wo ich kann. Auch am Arsch. Verstehst du jetzt die Lage in unserem Königreich? Ja, voll und ganz. Voll und ganz. So, als erstes solltest du zu Graf Schnöselschick. Was? Was ist sein Name? Er ist Kommandant der Hexenjäger. Hexenjäger. Er wählt im Schloss neue Rekruten aus, aber die Auswahlkriterien sollen sehr streng sein. Aber du hast ja diese spitzen Ohren. Oh je, so spät ist es schon? Mein Job ist es, die Helden im Schloss in Bezug auf Gewänder und Materialien zu beraten. Ich betreibe dort sowas wie eine Zweigstelle von Madame Couture. Also dann, man sieht sich. Tschüss. Ein Beispiel, du Spacken, Mann. Ich glaube, das spricht man nur mit Couture aus, weil Französisch halt eben. Oh, jetzt kann ich im Spiegel gucken. Oh, voll hübsch. Da ist Nico-Nico-Chan. Da ist Nico-Nico-Chan. Nico-Chick und Nico-Nico-Chan. Kann man hier ansprechen? Man kann schleichen. Alle dieser Blusen haben imposante Schulterpolster. Wenn du den Stick nur ganz leicht drückst, dann schleicht Link. Tatsache. Krass. Ist ja cool. Okay, dann geht's auch. So wollen wir mal zum Schloss. Geh raus, ne? Jo, auf zum Schloss. Tschüss. Schnöselschick. Die Namen. Also ihr merkt schon, das Spiel nimmt alles so ein bisschen auf die leichte Schulter, sag ich mal. Alles so ein bisschen lustig beliebäugelt, so ich schlitz wieder ein bisschen Gras. Was mir letztens aufgefallen ist, als ich es mal ganz kurz angezockt habe, dass man eine fünfstellige Rubintasche hat. Ja, mir auch, Alter. Ja, echt. Freaking Money Over 9000 confirmed. Ja. Warte bitte. Bist du ein Heldenkandidat? Nee, ich will zu DSDS. Das wollte ich auch gerade sagen. Nicht zu Superstar? Begib dich ins Schloss und befolge die Anweisung des Grafen. Er ist unser Kommandant für die Hexenjäger. Warum wird der Kerl denn reingelassen? Achte nicht auf den Kleinen. Du darfst passieren. What the fuck? Der ist ja auch so viel größer als ich. Voll rassistisch und so. Also gehen wir jetzt ins Schloss direkt rein? Ja, ich bin schon jetzt gerade... Und so, ne? Wie sieht denn aus? Ich fand übrigens lustig, Hexenjäger. Da erinnere mich ja mal an so ein altes Lied. Hurra, hurra, die Hexe brennt. Egal. Wer weiß, woher das kommt, der ist cool. Wer nimmt den Typi? Komm, den nehme ich einfach mal, der sieht so nach tiefer Stimme aus. Das ist doch du Bursche, komm mal einen Moment lang her. Spitze Ohren, ja. Arschdrehen vor den Ohren, geil. Ja. Ja. What the fuck, Pedo-Action? Verwegener Scheitel. Was ist ein Bingo? Ja! He came. Verzeihung, ich sollte mich mal vorstellen. Ich bin Graf Schnöselschick, Kommandant der Hexenjäger. Wie mir scheint, bist du nicht zufällig in unser Reich gekommen. Ich nehme an, du weißt, was hier vorgefallen ist. Aber natürlich, Mann. Klar, Alter. Of course. Ich müsste eigentlich mal Link synchronisieren. Stimmt. Zert? Das war einfach die Sache. Ich habe ja schon einen Haufen von Heldenkandidaten gesehen. Aber so gut wie du hat noch niemand auf die Beschreibung aus der Legende gepasst. Du bist uns hoch willkommen. Ja, es sind die Ohren. Es sind die Ohren. Genau. Die Ohren. Das ist voll oberflächlich, ehrlich, ne? Wie überall, wenn es um Mode geht, nicht wahr? Sag, Bursche, wie lautet dein Name? Tobi! So, wir nennen uns jetzt alle nach unseren Namen. Ach, da steht sogar schon Kai. Ist das nicht splendid, Freunde? Das heißt, du darfst jetzt alle drei Namen sagen, Kai. Kai, Tomi und Tim, ja, theoretisch.
Steht auch nochmal rechts im Layout, da seht ihr auch, wer von uns wer nachher welche Farbe nehmen wird. Geil, zackiger Name für einen zackigen Helden. Das gilt natürlich auch für andere Leute. Als Zeichen deines Statuses brauchst du zuerst einmal ein Fummel. Gebe dieses Material zu deiner Madame Couture und lass dir eins schneidern. Ich will dich in einem geilen Fummel sehen. Bist du kein Held. Textilierform. Ja, hervorragend. Ich lasse Madame Couture wissen, dass du kommst. Das macht mir bloß keine Schande. Ich will dich in einem heißen Fummel sehen. Oh fuck. Okay. Ich glaube, wir sollten hier besser nicht nochmal herkommen. Am besten holen wir uns den Fummel und kommen nie wieder hin. Ja. Ja. Wir verlassen einfach Textilien und denken uns, genau. Und gehen dann südlich aus der Stadt raus. Genau, das ist eine gute Idee. So, also ich bin jetzt wieder Madame Couture. Ich gehe noch Geld farmen hier. Ich bin geldgeil. Ja, wir haben schon mal einen Testspielstock. Da hatte ich exakt 69 Rubine, Mann. Damit wollte ich anfangen. Wow. Das wäre perfekt gewesen. Ja, das machst du dann wie bei Fire Emblem, wo Part 69, 68 plus 1 heißt. Ja, der war voll gut. Das mache ich jetzt bei jedem Projekt so. Wow, wie unkreativ. Ja, stimmt. Beim nächsten Mal nehme ich 70 minus 1. Genau. Das ist viel besser. 70 minus 2 und 70 minus 2. 71 minus 2. Ja. Oder 67 plus 2. Ja. Oder 1 plus 68, was? Oder 3 plus 6 ist gleich 0. Was? So, okay, genug Geld gefarmt. Ich weiß nicht, Geld scheint man hier noch eine Menge woanders zu kriegen, denke ich mal. Deswegen gehen wir mal einfach mal zu Madame Alte Schachtel. Oh. Yep. Vor die Musiker. Ja, stimmt. Ich hör keinen Ton. Ich muss nämlich ohne Ton spielen, weil voll scheiße. Ja, ich weiß. Also achso, ja, Tim. Bist du da? Ich bin da, ja. Und wie ist es gelaufen, du Schlappschwanz? Voll scheiße. Ich hab mich eingebaggert. Wie die Katze hinhergekommen ist. Du sollst also tatsächlich ein Held sein? Na, wenn der Graf das sagt, dann wird es wohl stimmen, Mann. Wenn ich etwas an dir anfertigen soll, wähle Auftrag. Kollektion, Gocken. Dein Startoutfit. Du nimmst doppelten Schaden und hast ein Herz weniger. Beeindruckend schlecht. Ich kann direkt das Prinzessin-Ding nehmen. Nein. Oder? Ach nee, ich brauch 200 Rubine. Schade. Und Items braucht man auch, habe ich schon gesehen. Wie soll ich mit dem Achso, ja. Entschuldigung. Das hat ihm, glaube ich, jetzt weggedrückt oder so. Was habe ich weggedrückt? Egal, wir nehmen. Du solltest mit dem Heldengewand anfangen. Guck mal, ist das recht so, ja? Bitte hab ein wenig Geduld, Mann. Na, so weit bin ich noch nicht. Moment. Erstmal durchgucken hier. Du hast so herzige Kleidträgst. Ja, da braucht man irgendwelche komischen Collectible-Items und Geld. Hier Kokiri-Gewand und so. Achso, du liest es erst durch. Ja, nee, ich will es halt bloß mal den Leuten zeigen, damit ihr mal so gucken könnt und so, ne? Wenn nee, ich war gerade verwirrt, wo du bist. Ich bin gerade hier im Auswahlmenü. Kann man mal so durchschnökern hier. Wenn alle drei einen Teamanzug tragen, dann geht die Post ab. Was? Die Post geht nie ab. Das haben wir hier. Ein Glückspyjama. What the fuck? Und ja, dafür braucht man irgendein Auge. What the fuck? Okay. Das Bombengewand trägt schwer deine Bomben stärker. Ja, wir nehmen natürlich. Oh, Minecraft. Guck mal. Ja, dachte ich mir auch. Ein Minecraft-Skin für 100 Rubine und du brauchst drei Freunde. Da unten ist Robin Hood, Alter. Ja, stimmt. Und da ist auch Go Go Power Ranger. Ja, stimmt. Oh Gott. Ja, wir nehmen natürlich das Heldengewand. Keine Frage. Bitte aber ein klein wenig Geduld, Mann. Gut, Kleid will Weile haben. Okay, den Spruch habe ich noch nie gehört, deswegen. Keine Ahnung. Ich habe mich mal wieder selbst übertroffen und das ist bei meiner gewaltigen Körperstatur ziemlich schwierig. Ein absolutes Meisterwerk. Ich bin den nächsten Charakter jetzt. Was stehst du noch da rum? Los, Indianprobe, Mann. Boah, cool. Ey. So, ich nehme jetzt die Dame danach. Okay. Muss ich schon mal speichern. Domi reserviert sich schon mal Charaktere. Oh Gott! Na dann mal los. Hallo, junger Mann. Bist du auch so kleiner Kaffee? Ich war vorhin schon in der Anprobe. Ich weiß zwar nicht, wie ich da reingepasst habe, aber es hat funktioniert. Ist wirklich wunderschön. Wunderbar. Angemessen für ein so schickes Etablissement. Oder Etablissement. Was auch immer. Etablissement. Pause! Ja, sitzt es auch nicht so zu strack? Du bist immerhin noch fetter als ich. Das ist schon eine geile Sache. Steht dir auf jeden Fall.
Ein weiteres Meisterwerk. Die Katze wird gedrückt, wenn die alte sich freut. Das ist halt Grumpy Cat. Das ist Grumpy Cat. Das ist Rollo in dünn. Rollo, genau. Wenn du dich irgendwann noch einmal umziehen möchtest, geh einfach zur Anprobe. Sie tut zwar so unnahbar, aber in Wahrheit gefällst du ihr. Ja. Ach ja, wusstest du eigentlich, dass du gekaufte Autos auch als Stempel hier verwenden kannst? Geil. Ganz wichtig. Ach, die hat vorhin Link gemeint. Ich dachte, sie meint die Fette. Besonders, er hat jetzt auch das Heronenschwert einfach. Ja, er hatte vorher auch schon ein Schwert zum Schlitzen. Aber nicht das Heronenschwert. Jetzt ist das so richtige Heronenschwert von der Schwertscheide her. Ach so, cool. Die Fette ja, Alter. Da kommt Mr. Splendid. Ah, okay. Bist du schon bei Mr. Splendid, Kai? Na, ich lauf grad wieder raus und... Oh. Bist du? Ja, jetzt. Oho, oho, oho. Du bist nackt am Rücken. Ich habe dich beobachtet und du hast dich einmal in der Statue der Totemhelden Referenz erwiesen. Wie kannst du es wagen? Banause! Hast du denn nicht, dass die Totemhelden unser Reich Textil von Alters her bestürzen? No. Nee. Sie verzeichnen alle unsere Taten, sei es gute oder böse. Und das ist creepy. Jetzt ist es an der Zeit, neben der Statue A zu drücken. Was ist A? Und ihr zu huldigen. A ist okay. Nicht B. Möchtest du speichern? C. Na klar. Geil. Ja, ihr merkt schon, das wird ein bisschen chaotisch und aber auch sehr lustig, denke ich. Ja. Ah, ich freue mich schon sehr auf das Let's Play. Ich auch. Oho, du huldigst wie ein Profi. Ja, und du blowst wie ein Profi, was? Ja, ich weiß. Okay, ich renn lieber wieder zu. Ah, ich hab noch 5 Rubine gefunden und noch 2. Ja, geil, geil. Ich renn die ganze Zeit einfach mit den geilen Stiefeln da an den Gräsern vorbei. Ja. Ich will ja nicht speichern, ich seh's geil. Oh, hier ist eine Katze auf der Bank links. Ja, okay, die schläft. Ich bin schon in der nächsten Katze. Miau, miau, miau. Miau, miau. Bist du schon im Schloss, Domi? Ja, ich bin schon im Schloss. Ich bin auch so mit dem Pegasus-Stiefel ins Schloss einfach gedüst. Miau. So, ich weiß nicht, habe ich schon gespeichert? Ich glaube... Ne, ich glaube nicht. Jetzt schon. So. So. 4 Rubine habt ihr. Ich habe 45. Ich habe 43. Oh. Jetzt habe ich 50. So, ich bin schon in der nächsten Zeit. Oh, jetzt habe ich 60. Ich lacker. Okay, geiler YouTuber. So, jetzt bin ich wieder im Schloss hier. Ah, geil. Oh, das steht dir vortrefflich, als wäre es für dich gemacht. Das ist es ja auch. Zuerst muss ich dir eine wichtige Regel für unsere Einheit entschärfen. Dein Fummel darfst du immer ausziehen, wenn ich es dir sage. Das Lumpenland, wo die Hexe haust, ist ein gefährlicher Ort. Daher ist es verboten, allein dorthin zu gehen. Du musst dich mit anderen Helden und zu einem... Dreier-Team. Oh. Spaß. So habe ich immer genau denselben Gedanken. Ja, ist schon ganz schön krank. Ja, zusammenfinden. Zu diesem Zweck sollst du über die drahtlose Verbindung nach Mitstreitern suchen. So, ich hoffe, das funktioniert, Freunde. Lokales Spiel, Online-Spiel und Download-Spiel sind alle in diesem Saal hier verfügbar. Ja, sollst du allerdings ohne drahtlose Verbindung ganz allein zum Abenteuer aufbrechen wollen, weil du keine Freunde hast? Dann ist da der Single-Modus. Er begibt dich zu diesem kleinen Durchgang, vergiss nicht, wie gefährlich das Lumpenland ist. Besonders in dem Raum ist wie klein, auch wie klein einfach, wie groß dieser Eingang für den Multiplayer ist, ja. Wie klein der für den Singleplayer einfach. Voll fies. Also das Spiel sagen, du hast keine Freunde, ja, bist scheiße. Erinnert mich so ein bisschen an Splatoon. Ja. Grundsätzlich solltest du mal mit Team mit 2 Partnern aufbrechen, wenn du dich allerdings genau an die Anweisungen des Weisen da drin hältst, machen wir eine Ausnahme. Hast du das verstanden? Nochmal bitte. Absolut. Nee, absolut, Mann. Geil. Also dann, Kai, viel Glück. Domi, Tim. Euch alle rein, oder? Glück. So, dann geh ich schon mal rein, ja. Du. Ja. Geil. Ach, guck mal, Leute. Da hast du. Ah, hier haben wir jetzt den. Oh, ein. Das ist Sarahs Lalalala. Ja. Achso, wer liest denn den Opi jetzt? Ein neues Gesicht! In diesem Raum suchst du über drahtlose Verbindungen mit Streitern das Lumpenland zu erkunden. Meine Aufgabe ist es auch, Schellen gut auf den Weg dorthin zu bringen. Dies ist das Triforce, der einzige Eingang zum Lumpenland. Damals hat man damit zwar Wünsche erfüllt, aber heutzutage ist das zu Mainstream. Wenn sich drei Helden auf ihn zusammenfinden, erhaltet es eine Macht, das und transportiert euch dorthin. Solange du allein bist, wird sich der Weg nicht öffnen. Such über die drahtlose Verbindung mit Streiter. Wenn du keine Freunde hast, verpiss dich. Wenn du allein bist,
Ich ein Schlupflerzwerg, wende dich an mich. Okay, ich rede mit dir. So, ich schlag erstmal natürlich noch die Vasen, ist ja klar. Ja, ich auch. Geld. Wie auf den Dingern kann man da nicht kaputt machen. So mit dem Spacken reden, oder was? Ja, ich glaube schon, ne? Dann lese ich den nächsten Text vor. Da unten sieht man jetzt schon unten rechts im Bildschirm. Ja, Kai Held, ja. Voll geil und so. Bei mir steht Tim Held, ne? Bei mir Domi Held. Du darfst nur im Dreierteam ins Lumpenland aufbrechen. Wie möchtest du nach Mitstreitern suchen? Online-Spielen. Online-Zocken. Online-Dadel. Das Internet nach Mitstreitern. Was für Mitstreiter möchtest du suchen? Freunde. Möchtest also mit Freunden ein Team bilden? Ich will mit geskillten Leuten spielen, also ich muss euch leider rausschmeißen. Spaß. Aber wisse, wenn ich keine zwei Freunde einfinden, musst du dich verpissen. Dann können wir auch ein Team mit einem Freund und einem Unbekannten und Team bilden. Ach, das geht sogar. Cool, das wusste ich gar nicht. Das Team anführen soll. Kai, du musst das Team anführen. Das heißt, Tim, wir müssen später drücken. Also ich quasi. Ja, du musst. Das heißt, ich sag ein Freund. Ja, aber erst gleich. Wir müssen erst mal warten, bis der den Room gemacht hat. Ja, dann lese ich jetzt mal ganz kurz den Opi weiter vor. Dann wollen wir mal eine Verbindung zum Internet herstellen. Ja, meine Stimme hat sich verändert, weil, ja, das Räume und so, ihr weiß schon. Verbindung zum Internet wird hergestellt. Fuck. ich muss mir was Logisches ausdenken. Oh, wir haben erfolgreich eine Verbindung zum Internet hergestellt. Bitte warte, bis deine Freunde eintreffen. So, jetzt muss Tim, damit er blau ist, muss Tim jetzt freuen. So, Verbindung zum Internet wird hergestellt. Oh, geil, wenn das jetzt klappt, ist das cool. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit von meinem WLAN-Spot weg. Ich finde das aber echt cool, dass man auch mit zwei spielen kann einfach. Ja, und dann einen random Arschgei kriegt. Ja. Oh, bei mir passiert was. Ja, ich bin da. Hey, das ist ja cool. Oh, scheiße. Ey. Ey, lass mich los! Geht das an? Internet wird hergestellt. Geil. Hey, können wir das da zusammen da oben mal gainen? Scheiße. Nochmal. Oh, warte, ich will dich auch so mal zu schlagen. Ja, ja. Geld! 70 Geld! Ist das geil. Hallo! Ach, da unten sind ganz viele Smileys. Das ist jetzt der offizielle... Elbo! Smiley! Feder aufgetreten! Gut spielen! Wie kann ich denn eigentlich runtergehen? Geht das endlich mal? Ja, du musst irgendwie was drücken, warte. Ich kann nicht werfen, warte mal. Wie kommst du runter? Drück mal alles. Was, vielleicht mit den Stiefeln? Nee, geht auch nicht. Nee, ich kann ich tatsächlich nicht. Hä, du kommst nicht runter? Besonders bei mir kam jetzt erstmal direkt so ein Feder, so, du darfst nicht. Nö. Was, echt? Geh weg? Ja! Die Smileys sind cool. Es kann keine Freunde zum Server gestellt werden. Bitte versuche später nochmal. Nintendo. Nein! Hallo! Kai, Domi, kann ich rein? Echt? Online-Spiel. Nochmal. Freunde. Oh nein! Das Spiel will nicht ansehen, dass du Freunde hast. Domi, muss hier enjoy. Ey, das läuft aber echt gut, muss ich sagen. Ja, bei mir ist ein bisschen. LOL! LOL, Ball! Wie cool! Wie cool war das denn? Oh mein Gott! Daher war die Ballade des. Ballade of Goodness. Wie machst du das mit den Rennstiefeln? Mit ZL oder. Nee, irgendwie mit L oder R. Ich kann mal speichern und starte dann das Spiel neu. Das ist ja echt. Vielleicht gehen wir nochmal raus, Kai, und. Ja. So raus hier? Starte dann kurz auf. Möchtest du speichern? Speichervorgang. Bitte schalt das System nicht auf. Wie machst du das mit dem Renntim? Vielleicht machen wir hier mal einen kleinen Cut oder so. Ja, das ist eine gute Idee. Bis gleich, Freunde. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder alle im Raum. Hallo. Elmo. Ja, Domi ist jetzt im Raum gejoint. Das hat funktioniert. Und wir haben einfach mal ein Dreiertürmchen gebildet. Aber es kann sein, dass es ein bisschen ruckelt ab. Der Connection ist nicht so perfekt noch. Bedarf noch Optimierung. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Und wir wollen euch mal ein Easter Egg zeigen, wenn man hier gegen die Wand masht. Fällt manchmal random irgendwo ein Ball runter, wenn man den rumjungelt und dann kann man Musik spielen. Boah, ruckel, ruckel, Action. Boots, jetzt kriegen wir keinen Ball mehr. Doch, da. Ja, Ball! Schafft! Nein! Was war das jetzt für ein Track? Vergeigt. Ja, da haben wir schon gelesen, es gibt 23 versteckte Soundtracks, die man sich da anhören kann. Und das ist ziemlich cool, da gibt es ziemlich echt geile bei. So. Auf geht's! So, Jungs, seid ihr bereit? Auf geht's! Jawohl, sind wir bereit. Aber auf jeden!
Achso, das ist so ein Tschüss eigentlich eher, wa? So, wähle also ein Gebiet. Ich würde sagen, wir gehen im Wälder. Ja, gibt ja nur das Wild, ne? Gibt ja noch nichts anderes, ne? So, was steht da? 1 mit 4 Abzeichen, 2 mit 4 Abzeichen, 3 und 4. Also das sind 16. Wahrscheinlich sind 4 verschiedene Level pro Schwierigkeitsgrad, denke ich. Also 16 Level, das ist schon mal nicht schlecht. Und es gibt 8 Gebiete, so wie es da aussieht. So, einstimmig. Also ich bin für den Dekowald. Ja, ich auch. Das ist das Erste. Fangen an. Jeder hat einen Bogen. Materialien gibt's, hat im Besitz Gurkenschleim und Armorsgeist. Wir versuchen mal die Drops zu teilen, damit wir uns dann das Equip dann auch dementsprechend irgendwie... Das Equip ist random am Ende, Gurkenschleim und sowas du bekommst. Ach so, okay. So, was nehme ich? Ich nehme natürlich das Heldengewand. Ja, kurz überlegt, ob ich das andere nehme, aber nee. Das gehört sich so. Dekowald, wir haben 3 Leben. Im Lumpenwald teilen sich die 3 Helden ihre Herzen. Hi. Das heißt, wir haben 9 Herzen und hier ist Black Bogen, Action. Ich war ein! Der Bogen verschießt du durch Drücken von Y-Pfeile. So. Ach, das ist ja wie in der Link Between Worlds mit der Ausdaueranzeige. Ja, wir haben, Tim und ich durften es ja schon auf der Gamescom antesten. Damals, leck. Das war echt cool auf der Gamescom, muss man echt mal sagen. Ah, guck mal, da sind Rubine! Nein, Tommy, mein Geld! Oh, hier oben. Hey, so unsere Fünfer. Hey, ich werf dich hoch, das sind Rubine. Ja. An mehr komme ich nicht ran. Oh, oder so. Warte, da oben sind nochmal Rubine. Warte, ich mache einen Dreierturm. Komm, ich hab schon. Achso. Nein! Wieso wirfst du mich hoch? Ich will das Geld. Ja. Das Geld wird geteilt, nur mal so. Ja, aber ich hab noch gar nichts bekommen. Ich hab 5. So, okay, dann nimmt jetzt Tommy einen Fünfer. Oder? Also, ich hab jetzt 18. Habt ihr auch 18? Lol. Zu hoch. Du musst dich werfen. Von der Brücke aus vielleicht. Du musst ich krieg sogar die Rubine, die ihr auch kriegt. Ja. Ja, es wäre sonst unfair. Alles zusammen. Okay. Das ist gemeinsam. Lass mich runter! Okay. So, ich jetzt alleine. Hey, Tim! Okay. Lass mich runter, Mann! Nein, wir müssen doch. Ja, ich muss sagen, was ich ein bisschen kritisieren muss, was ich schon mal bemerkt habe, wenn jemand einen hochhebt, kann man das nicht unterbrechen. Also, der andere kann dich zwar werfen, ja, aber sonst kommst du nicht von dem runter. Das heißt, mit einem fremden Spieler würde ich nicht spielen, persönlich. Ja. Okay. Andererseits könntest du, wenn es geht, auch griefen. Wenn du zum Beispiel gewerfen werden musst. Ja, ist aber schon doof irgendwie. Ja, stimmt schon. Wir müssen erstmal einen Dreierturm machen, Leute. Okay, dann, warte. Ja. Achso, falscher Knopf. Werfen, jetzt werfen. Ups. Nee, ich glaube, der zweite muss den dritten werfen. Ich weiß das. So, warte, ich werf Domi da hoch. Ja, und ich mach das hier unten. Jetzt so. Ja, gut. Geil. Das Gras. Das Gras. Drogen. Nein, lass mich runter. Ja, das mit dem Aufheben finde ich ein bisschen doof irgendwie, das stört mich irgendwie. Er ist auf mich gelandet, also ich war unschuldig. So, Connection? Okay. Und aber es geht sogar, das ist erträglich. Es geht, ja. Dekowald 2. Ja, es gibt hier verschiedene Stages quasi. Ah, das ist echt cool, das macht Bock. Oh nein! Okay, ich übernehme die rechte Seite, Leute. Lag. Oder wir übernehmen gar keine Seite. Oha. Oh. Oh, Drecken geht nein! Ich bin Bogenschütze. Domi hat Schaden genommen. Ja. Ich hab grad heftig Lag, Alter. Ich auch. Ja. Internet, please. Oh, Connection. Oh. Was ist denn das? Nein! Oh, gerade ist heftig, Alter, Leute. Das ist ja wie Online-Smash-Spiel, nein! Genau. Nein. Ich hab den Typ hier runtergeschubst. Ja. Alter. Warten. Ja, das Coole ist, man teilt sich alle Herzen, allerdings. Alter! Item! Alter, das geht gar nicht. Alter, das heftig gerade. Hä, das ging doch gerade noch. Ja, jetzt als die Gegner kamen, war es schlimm. Ja. Ist echt in den Gegnern? Den hole ich mir! 5 Rubine, ja! Los! Da, jemand muss da hoch! Warte! Kann man da so rüberspringen, so? Yeah! Nee, geht nicht. Down! Muss noch jemand hoch! Tim mal 5 Rubine gefunden! Totem. So, Moment. Feiertotem! Ich muss hier einen hochwerfen. Glaub ich, oder? Reicht das? Von da aus? Ja, kannst du mich da hochwerfen? Totem! Oh, genau, der geht noch. Verdammt, ich geh nach unten. Bam! Yay! Teamplay! So, wie kommen wir da rüber? Tim hat Herzen gefunden. Ah, wir haben alles geschafft, glaube ich.
Ist da oben noch was Geiles, Freunde? Nee, hier sind nur Kisten. Die habe ich bald geöffnet. Gab's Geld? Okay, dann weiter geht's. So, jetzt geht's auch wieder. Aber eben war ja schlimm, Alter. Echt, wenn Gegner da sind, das ist aber nicht so ein gutes Zeichen, weil ich denke nicht, dass hier keine Gegner kommen. Ja. Vielleicht lag es doch daran, dass wir alle viele Inputs gemacht haben in der Zeit. Kann natürlich auch sein. So, Schalter. Das ist ein Schalter. Okay, gehen wir alle gleichzeitig rüber. Okay, ich lasse Tommy erstmal rüber. Tim. Wir können alle gleichzeitig auf diese Plattform eigentlich. Eigentlich ja, aber hey, bei Ruckler weiß man nie. Ganz ruhig. So. Jetzt. Ruckel-Ruckel-Action. Oh Gott. Sorry, tschüss. Ja, wir haben schon gemerkt, Tommy hat ein bisschen Probleme mit der Connection bei Tim und mir geht's. Genau. Irgendjemand schleudert mal da hoch. Alles einsammeln. Das geht nicht. Oh, warte. Ich muss noch einen von euch hochgeben, wahrscheinlich. Schießt du? Ja, oder so. Ja. Ah, Stück südlich, Stück südlich. Ja, Charles. Yes. Aber nicht mich runterschmeißen. Ich könnte ja, ne? Nein. Einer muss hier hoch. Eine Kiste. Hey, ich bin da. Ich schmeiß mich hoch, Tim. Ich will auch mal gucken. Domi, das bin ich. Oh, wir brauchen hier einen dritten. Da oben ist die Kiste. Domi, du... Warte. Ah, okay, so. Ah, Kiste und... Ja, zwack, geil. Alter. 81 Rubine hier schon. Okay, hier brauchen wir wahrscheinlich, oder? Dreier-Team. Okay, ich warte noch, bevor ich abstürze. Ah, die Grafik sind aber ziemlich hübsch aus für 3DS-Verhältnisse. Ja, heb mich hoch. Zack. Und jetzt dumm. Oh. Du musst zielen. Ja. Twins! Richtig gut. Klingling, da oben liegen Herzen, brauchen wir nicht. Kai, ich warne dich. Nein, ich mach nichts. Höchstens sowas. Oh, ich kümmere mich mal um Gras hier. Ja, stimmt, da kann man Rubine fahren. Echt? Ja, das habe ich schon bei irgendwem gesehen. Fallen immer so Rubine raus. Ah, das ist doch wie bei Phantom Hourglass, das ist eine Fee. Ja, auf dem Wasser. Aber das... Oh! Das ist runtergefallen. Splush, ab ins Wasser. Naja. Halt, erst Gras! Drogen! Herzen? Oh nee, weiter. Ich gehe jetzt nicht ins Ziel. Lass mich los! Wenn ich könnte, würde ich's tun. So. Ist das cool. Lol. Die Emoticons sind cool. Ist gut. Oh, Boss-Time wahrscheinlich. Oh, okay. Alle drei gleichzeitig. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Totem-Action. Oh, Totem-Action, okay. Nicht so nah. Tobi zu nah. Schaff! Boah! Verdammt. Arschloch. Okay. Oh shit, schon wieder. Der ist unten am Boden. Jetzt. Nein. Nee, passt nicht. Jetzt. Nein. Verdammt. Achso, man darf nicht zu oft schießen, ne? Das ist die Ausdaueranzeige. Zu nah. Ja. Jawohl. Jetzt noch da oben. Wir brauchen den Dreier-Totem. Oh, Triple. Jetzt. Nein. Oh, jemand hat mich weggeschossen. Warte, ich heb. Irgendjemand hebt wen hoch. Ah, nein. Nein. Okay, Moment, Tim, Moment, hebt Moment. Kai hoch. Ja, er rennt von mir weg. Geil, please! Bam! Ich wollte ausweichen, weil wenn er uns alle drei trifft, wir haben nur drei Herzen, ne? Ja, stimmt. So, jetzt einmal einer einen links hochwerfen. Oh oh. Okay. So, einer mal. Eigentlich falsch rum. Lag. So in der Luft. Warte mal, ich schmeiß mal einen runter. Ich mach das hier oben. Ja, genau, schmeiß mich runter. Das ist das Transportieropfer, so. Kling, 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 Geld geil. Ja. Oh, brauchen wir da oben noch einen? Nee, ne? Oder? Nee. Kann man da hoch? Nee. Internet, please. Bin schon da. Wir sind sogar in der richtigen Triforce-Reihenfolge, merke ich gerade. Kraft, Weisheit und Mut, ja, stimmt. Ja. Also, stehen wir sogar richtig. Eigentlich müssten wir immer so stehen. Deku-Wald. Was ist jetzt so? Kisten. Oh, echt? Ja, hier sind drei Kisten. Ene, mene, mu und raus bist du, ich nehm die. Ich nehm die ganz oben. Oh. Ja, Kai kriegt den Rare Drop. Echt?
Ja, ja, du hast das Rare-Item. Geil. Klingling. Ey, ich hab's mir nicht ausgesucht, ne? Eigentlich wollte ich das in der Mitte haben. Ja, Alter, ich würde sagen, damit haben wir unsere erste Mission abgeschlossen. Dekuwald. So, jetzt Geld geteilt, nehme ich mal an, ne? Alter, sogar da wird's noch. Noch. Ja. Ah, 3 Feen, extra 90 Rubine. Das heißt. Was? 300? Wie kommen die auf 300? Besorgt ihr vom Fotografen der Stadt eine Kamera? Warum das denn? Was? Was weiß ich? Speichervorgang, bitte schaltet das System nicht aus. Speichervorstadt-Gang. Speichervorgang stellen. Bitte warten, bis alle bereit sind. Beschlossen. Bitte warten, bis alle bereit sind. Bitte warten, bis alle abstürzen. Nein! Ah, das wird mega lustig. Diese Connection. Geld! Ah, jetzt hat jeder wieder sein eigenes Geldkonto, oder? Ich habe jetzt 347. 328. Ich hab 328. Oh, ich bin arm. Alter. Ist ja krass. Okay, also man hat quasi hier, also wir kriegen alle nachher das gleiche Geld. Es wird auch nicht geteilt oder so. Ja. Wir haben alle 300 irgendwas bekommen, glaube ich. Auch wenn gerade ein mega Standbild ist. Ja, richtig heftig. Ist gerade echt unerträglich. Oh Gott, Leute. Yay! Oh, dieses Internet. Oh, aber hier genießen wir den 60 FPS-File. Ja. Ja, so läuft das. Okay, geht wieder. Meine Herren. Ja, nimm das, gönn ihn dir. Ey, ja, ich hab mehr Geld als hier, warte, umdrehen. Okay. Egal. Na, stup. Danke. Bitteschön. Jetzt hab ich 333. Ich hab jetzt 352. Also war das... noch ein Level, oder? Also oder Leute, was sagt ihr zu dem Part? Also ich würde sagen, der ist... Ein Daumen nach oben. Nice! Oh, aber die Connection... Also ich bin mir ja nicht so ganz sicher. Die Connection ist eigentlich eher... Naja. Nein. Die Emoticons sind cool. Ja, also bei der Connection sage ich mal Tschüss. Ja, Leute, genau. Das würde ich sagen. Das ist ein gutes Motto. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser erste Einblick und der erste Part hat euch gefallen. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen weiter suchen. Macht doch Spaß, muss ich sagen. Ja, stimmt. Das wird noch mega geil. Aber ich denke, wir werden noch öfters failen. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so einfach. Weil man teilt sich... Überlegt mal, man teilt sich 9 Herzen. Das heißt, jeder hat nur 3 Herzen, theoretisch. Ja, stimmt. Also, wir sind ja auch wirklich teamabhängig und Kommunikation ist das Astrumpf. So, halt! Nein, die richtige Reihenfolge! Nein! Nein! warte, so rum ist scheiße. Ich muss Domi heben? Nee. Du musst Domi... Nee, Domi muss Kai mich heben und dann Tim Domi, genau. Ja. Das ist voll cool. Ja, das Spiel wird geil. Ich hab's im Blut. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Danke an euch natürlich da beide fürs... Aua, Mann, oh. Danke an... Ja, danke an euch fürs dabei sein. Und Leute, wir sehen uns zunächst mal wieder. Und bis dann würde ich sagen... Leute, Gott, wie machen wir das zu dritt? Mein Verabschiedungsmotto, ich kann das nur durch zwei teilen. Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, nein! Ich auch tatsächlich, wie ging nochmal dein Verabschiedungsding? Das klären wir zum zweiten Part. In dem Fall übernehme ich das jetzt mal alleine. Bis dann also wieder mal. Macht's gut. Haut rein. Tschüssikowski und ciao! Tschüss.